Heute im Video zeigen wir euch Ossilo, die Werkstatt in der Provinz Sassari. Unseren ersten Platz fanden wir am Ende einer Straße in der Nähe von Porto Ferro. Wir nehmen euch mit zu unserer ersten Wanderung an der sardinischen Westküste. Bleibt dran und seid gespannt! Unser Stellplatz in der letzten Nacht war hier auf dem Parkplatz von einem Einkaufscenter. Da gucke ich mir jetzt mal an, mal sehen, wir WLAN haben. Ich brauche das nämlich wieder, um einen Film hochzuladen. Hier hast du auch die Beschränkung 2,30 Meter Höhe, kannst du nur reinfahren. Bei den Schreckensmeldungen, die man heute so im Fernsehen gehört hat über die Ukraine, habe ich hier noch einen freien Platz in einem Fluggerät gefunden, der wohl auf die Reise ins Universum geht. In den Einkaufscenter in Olbia hängt hier ein Space Shuttle an der Decke als Attraktion. Wir fahren jetzt erst Richtung Sassari nach Ossilo. Da ist ein staatlicher Campingplatz, der hat geöffnet auf alle Fälle. Wie viele Kilometer ist das ungefähr von hier? Das weiß ich nicht, ich muss erst mal losfahren. Ich habe Koordinaten eingegeben. Ah, sehr gut. Ja. Da haben sie jetzt mal geschrieben im Internet, dass dieser verdreckt ist und Gestalten dort rumlaufen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Und wenn das nichts ist, habe ich noch einen Ausweichstellplatz in der Nähe von Fertila Richtung Santa Maria. Ja, hier wird auch die Infrastruktur verbessert. Die stellen sich also auch auf mehr Tourismus ein, auf mehr Autos. Die Autobahn nach dem Westen rüber wird gebaut hier. Ah, jetzt richtig. Siehst du, jetzt ist das wieder die herkömmliche Straße. Also hier packern sie ganz schön rum. Ja. Wir sind unterwegs Richtung Ossilo. Dort soll ein Stellplatz sein, wo wir erstmal unsere Fäkalien entleeren müssen und das Kauwasser entsorgen. Und dann wollen wir weiterfahren oder wir entweder bleiben dort oder wir fahren weiter ans Meer. Das ist das Dorf. Guck mal da oben, Ben. Bergtrieb. Das ist doch Ossilo. Das ist schon, ja. Bergdorf ist an. Ja. Also hier sind wir uns jetzt vorgekommen wie in Namibia. Wir sind hier Kilometer gefahren im Kilometer. Kein Auto getroffen. Das einzige der Unterschied, dass du hier Berge hast und Kurven. Und jetzt kommen wir gleich, wenn wir in die nächste Kurve fahren, zum Ort. Der Ort heißt Ossilo. Das ist Bergdorf. Das ist eine echte Attraktion. Das siehst du da vorne, da stehen auch Wohnmobile. Da fahren wir hin. Da vorne, wo die zwei stehen, dann gucken wir uns mal das Dorf an. Und vielleicht hat eine kleine Pizzeria auf, dann essen wir ein bisschen was hier. In 300 Metern biegen Sie rechts ab. Danach erreichen Sie das Ziel. Halt mal an hier. Herzlich willkommen in Ossilo. Das erste, was wir sehen, ist hier oben der Ort. Und dann machen wir einen Deckel auf Ihr Beet. Ich glaube, das ist für die Entsorgung. Nee. Ja. Was denn? Oh nee. Ey! Du willst entsorgen oder ne? Ja. Mach den Deckel auf. Bitte. Ich sag mal. Was? Geh noch mal aufs Klo, wenn du musst. Jetzt zeige ich euch mal Entsorgung Fäkalien auf Italienisch. Hier und den Dorf. So, hier rein kommt die Kloage. Schaut mal, was hier hin ist. Du, 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 du. Präsentation. Übelst. Italiano, Scheiße. Gottes Willen. Was muss ich jetzt einen Shit? Das gleiche wie hier ist. Oder denkst du, deine Scheiße sieht anders aus? Unsere Flinten noch flüssig. So. So sieht's aus. Machen wir wieder zu. Wir haben entsorgt. Kommen wir erstmal wieder hin. An dieser Stelle, wo die Fäkalien entleert werden, haben sie einen Wasserhahn. Und dann tun wir gleich mal Frischwasser auffüllen. Aber
Wir haben eins, wir haben einen Filter. Das erste Mal im Einsatz. Hier, da tut so Schmutzpartikel rausfiltern. Aber auf alle Fälle haben sie hier in Italien eigentlich alles Trinkwasser, was das hier ist. Und wichtig ist, dass der Schlauch nicht direkt in den Tank reingehalten wird. Wegen Keime und Bakterien, die vorne dran sind. Hat uns E-Camper jetzt gesagt, das war ein guter Tipp. Frischwasser gedankt, Grauwasser lassen wir jetzt ab. Und ja, jetzt sind wir wieder voll. Ach, was ist hier passiert? Unser Wohnmobil umgetauscht. Der Fahrer sitzt schon drin. Geht nicht so schnell. Aber wie hat Till Eulenspiegel gesagt, wenn du am schnellsten ins nächste Ort kommen willst, musst du langsam fahren. Das machen wir jetzt. Bye. Finden wir mal den kleinen Ort. Ja, haben wir das Wohnmobil abgestellt, eigentlich ganz gut. Die Lage, schöne Aussicht, kannst du zur Nöte übernachten. Machen wir hier die Stufen mal hoch, denke ich. Hier würde ich mal hochgehen. Hier geht es weiter, Beet, hier hoch. Und hier blüht schon alles schön, schau mal. Guck mal, das geht auch der Wäsche so aufhängen. Das ist Italien. Osilo hat 2937 Einwohner, Stand 12/19. Die Gemeinde liegt etwa 10 Kilometer östlich, nordöstlich von Sassari in 672 Meter Höhe. Nicht umsonst bauen die Italiener solche kleinen Autos. Die können nämlich überall hinfahren. Der Gemüsehändler ist auch da. Castello Malaspina. Das ist der richtige Weg. Und der Granate Tico. Geht's da hoch? Ein Italiener, der uns hilft. Hallo, buongiorno. Buongiorno. Nice, beautiful, great. Das ist ein bisschen Alt-Italien. Das ist wieder herrlich, ein herrlicher Ausblick. Das haben wir heute gekauft hier vom Kaffee. Es ist jetzt 16.52 Uhr, ist zwar ein bisschen spät. Haben jetzt ein kleines Bild gesucht. Waren erst ein See im Wald, da hat es nicht so gefallen. Jetzt haben wir nochmal gewechselt und sind hierher gekommen. Und hier ist natürlich ein wunderschöner Platz hier, das ist ein Parkplatz. Da ist unmittelbar in der Nähe vom Mittelmeer. Wir brechen jetzt auf zu einem kleinen Abendspaziergang zum Wasser runter. Hier ist zwar
viel Wind hier vorne. Aber hier ist schön, da sind wir ganz alleine. Vorne rauscht das Mittelmeer. Wir laufen jetzt den Küstenpfad entlang. Hier kommt schon der Frühling langsam zum Vorschein. Jetzt laufen wir noch mal da hoch. Hier an die Klippen lang und dann machen wir hoch. Unsere kleine Abendrunde spazieren haben wir jetzt beendet. Jetzt gehen wir davor zu unserem Auto und beziehen unser kleines Haus am Meer für diese Nacht. Oh, Tür geht zu, welchen Wind. Also den Ausblick haben wir, herrlich. Ja. Nice, zur Tür, geil. Ja. Wir haben die Nachrichten eingeschalten, Horrormeldungen. Wir sitzen hier und uns geht's gut. Also, bei ein Glas Wein lassen wir den Tag ausklingen. Wir wollen den Krieg, ne? Wir haben nur nie angezettelt. Ja. Und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, jetzt esse ich erstmal ein bisschen Käse. Und das war heute ein schöner Tag. Also, und der Käse schmeckt fantastisch, aus Sardinien, frisch gekauft. Oh, lecker, lecker, lecker war der.